Okay, gut. Hallo, willkommen. Das ist mein Wochenrück- und Ausblick Nummer 18 2021. Jetzt ist es etwa 2 Jahre her, seitdem ich diesen Kanal betreibe. Wir sind jetzt fast bei 1500 Abonnenten. Naja, sehr viele schreiben eigentlich viel zu wenig Abonnenten für die Qualität, die ich Woche für Woche euch bringe. Okay, gut, ich habe eine Bitte an euch, ganz einfach, dass ihr meinen Kanal ganz einfach teilt. Postet dies auf diversen Foren oder auf Facebook, in Facebook-Gruppen, wo ihr ganz einfach seid, nehmt ihr da bestimmte Charts oder bestimmte Prognosen ganz einfach raus, postet es dort mit dem Video wo, oder der Quellenangabe und siehe da, dann dürften vielleicht noch mehr daran Interesse haben. Tatsache ist, dass Woche für Woche schauen etwa um die 300, maximal 400 Leute die Videos an. Ja, ist lächerlich gering eigentlich für die Qualität oder für die Prognosen, die ich jetzt da seit, wie gesagt, seit 2 Jahren abliefere. Okay, gut, jetzt da schauen wir uns an, wie die vergangene Woche gewesen ist. Ah, das ist das Falsche. So, das haben wir jetzt richtig. Und zwar nämlich bezogen auf den DAX. Der ist Anfang der Woche nach unten gegangen, Montag ein bisschen seitwärts, aber dann noch am Dienstag nach unten und seitdem kontinuierlich, aber sicher nach oben, also 2% ins Minus und jetzt der 1,7% im Plus, also in etwa um die 4%, wenn man das Low erwischt hat. Ganz anders war das beim Öl, also der ist gleich durchgestartet und geht jetzt etwas wiederum zurück runter. Gold. Schwankungsintensiv, aber nach oben, so kleine Treppchen, wie wir da gesehen haben, geht's da nach oben. Nasdaq, ganz interessant. Und zwar nämlich hier ein Low und auch hier ein Low. Also ich spreche da vom zweiten Bein, aber das schauen wir uns nachher noch sowieso ein bisschen näher an. Der Dow Jones, ja, der ist da durchgestartet. Langsam aber sicher ist der, sicherlich am Anfang ist man auch seitwärts gegangen, aber dann nachher nach oben. Ne, versucht es da jetzt auszublenden, dass wir das da besser sehen. Also das ist auch am Dienstag nach unten, aber danach ist es nach oben marschiert. Wir sind, oder bei meinen Bremendienstbeziehern, gleich ein bisschen Werbung unterzubringen, wir sind etwa seit hier, seit Mittwoch auf der Long-Seite unterwegs. Genau, da in diese bewegenden Runden, da muss es gewesen sein. Sind wir reingegangen und jetzt auf der Long-Seite. Ja, Bitcoin fehlt noch, das bleibt mir auch natürlich noch ein. Na, schon wieder das Falsche. So, da wollte ich es zeigen. Ja, Bitcoin ist, wenn man es da jetzt ab Montag nimmt, in der Nacht weg, extrem nach unten marschiert. Da haben wir einen Short gehabt. Genau, das habe ich da irrtümlich eingeblendet. Ja, genau, da haben wir dann Short gehabt, wie es dann auch hier dann nach unten gegangen ist und jetzt dann nach oben. Diese rund 3000 Dollar an Kursbewegung, die haben wir dann mitgenommen. Und ja, seitdem geht es nur noch seitwärts und wir sind nicht mehr positioniert. Dann machen wir noch einen kleinen Rückblick und zwar nämlich hier jetzt da auf das Video von der letzten Woche, vom Samstag, also Ausgabe Nummer 17, das steht hier, ist das zu lesen. 1.5. Wenn man sich das da anschaut, so haben dies in etwa 347 Leute sich angeschaut. Ja, beschämend wenig eigentlich. Man konnte ja, wie gesagt, auf der Short-Seite einiges mitnehmen, aber auch dann noch auf der Long-Seite. Und das sehen wir hier in der Realität. Sicherlich, das ist alles viel schneller gegangen. Aber meine Überlegung hat sehr weit geklappt. Aber auch, und da habe ich, glaube ich, am Mittwoch darüber gesprochen, dass es da jetzt nach oben gehen soll. Und jetzt könnte das ganze Ding zu kippen beginnen. Warum? Und das schauen wir uns jetzt da die einzelnen Aktien an.
Apple ist an einen inneren Widerstand herangelaufen und heute gleich die Reaktion. Ich habe da meine Position verkauft. Ja, jetzt könnte das Ding tatsächlich zu kippen beginnen und nach unten gehen. Es sei denn, wir kommen da drüber, aber das nehme ich jetzt einmal stark nicht an. Ähnliches gilt auch bei Microsoft. Heute ein Gap nach oben. Da wäre hier noch eine Lücke offen. Deswegen da meine Annahme vom Mittwochsvideo, wo ich gesagt habe, ja, das können wir jetzt da nachher kaufen und dann geht es nach oben. Und so ist es ja dann nachher tatsächlich auch gewesen. Am Donnerstag danach konnte man hier noch einmal die Chance, hatte man hier reinzugehen und in diese Bewegung nach unten. Ich selbst habe da diese Position gekauft in dieses Low hinein, aber auch heute nahe dem Hoch verkauft. Also für mich war das eine Trading-Aktion, 2,5%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau, in etwa 2,5%. Da, na, was ist denn da los? Da in etwa, na sogar mehr war das, 3,5%, genau. Also hier, vielleicht kommt noch ein bisschen los, aber ihr seht es eh schon, ich bin da eigentlich recht pessimistisch. Auch bei Amazon, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Doppeltop hier ausgehend, genau, das Thema Doppeltop, da möchte ich sowieso näher drauf eingehen. Hier Doppeltop, hier ein Hoch. Und das andere ist das Thema unten, zweites Bein, vielleicht kurz der Blick da noch einmal zurück. Also hier zweimal ein Low, einmal hier und einmal hier. Etwas, was wir dann nachher jetzt sowieso ein paar Mal sehen werden, wenn wir uns das dann nachher weiter anschauen. Also das ist für mich so signifikant, wo man hier da vielleicht ein bisschen jetzt im Vorgriff auf ein Webinar, was ich in Kürze mal geben werde, zu dem Thema doppelter Boden bzw. zweites Bein, wie kann man das erkennen, ist ein Abverkauf, hochgehen, noch einmal runter und dann noch wieder nach oben. Gut, dann schauen wir uns auch noch Facebook an. Facebook kämpft da, hat er jetzt da eigentlich diese Lücke, oder wenn man auch dieses nimmt, geschlossen, trotzdem heute die Schwäche, Abverkauf. Also da heute mit zwar jetzt da raus mit Facebook, das könnte noch viel tiefer gehen. Also ich glaube sogar fast bis da nach unten könnte das noch runtergehen. Google, ja, auch die haben da so eine Art Star jetzt da gebildet. Man hat zwar diese Lücke jetzt schön geschlossen, aber auch das verheißt meiner Meinung nach nichts Gutes. Jetzt da schauen wir uns ein paar Dow Jones Werte an. Intel. Eine alte Prognose, das ist zwar jetzt hier der Short oder die Short-Position, die sollte jetzt verkauft worden sein. Auf Discord vielleicht ein bisschen Werbung, da gibt es den Premium-Bereich. Unter dem Video könnt ihr das anklicken. Und in diesem gab es ein Kaufsignal am vergangenen Dienstag. Das Kaufsignal war auch zeitgleich das Signal, die Short-Position zu schließen. Schöne Bewegung, ich glaube da oben sind wir irgendwo reingegangen, also in etwa um die 13%, wir sind alle ein bisschen gehebelt unterwegs, also wir sind da wesentlich mehr, wenn das jemand umgesetzt hat, mitgenommen. Jetzt auf der Long-Seite, ja, das ist eine Annahme gewesen, die ich, wie gesagt, gehabt habe, als wir da runter marschiert sind. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob es wirklich da jetzt nach oben geht. Ich selbst bin nicht positioniert, um es gleich einmal zu sagen, die Short-Geschichte war schön, aber auf der Long-Seite bin ich nicht unterwegs. Okay, gut, jetzt da schauen wir uns die Dow Jones tatsächlich etwas näher an. Jetzt hoffe ich, dass ich aufs Richtige draufkriege. Na, das war es aus Forscher. Oder auch jetzt, da sind wir es richtig. Ja. Und zwar das Mittwochsvideo, da habe ich ja darüber gesprochen oder auch die letzten Wochen immer wieder davon gesprochen, ja, da muss der Ausbruch kommen, da in diese Bewegung runter, da haben wir einmal drüber geschaut, dann sind wir runtergegangen und danach habe ich gesagt, so und jetzt hinein auf der Langseite. Und tatsächlich, habe ich gerade vorhin im Vorspann auch gezeigt, da sind wir jetzt schön ausgebrochen, vielleicht geht noch ein bisschen höher. Trotzdem habe ich eigentlich heute empfohlen, die Position zu schließen. Das Wochenende, da habe ich irgendwie kein gutes Gefühl. Ja, durchaus möglich, dass wir da einen Top sehen und dann nachher wieder runtergehen.
Einzelne Aktien sind sehr gut gelaufen. Auch diese wiederum heute der x-te Tag in Folge eine grüne Kerze. Aber so wie es immer heißt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Auch hier könnte relativ rasch eine Korrektur kommen. Und wenn diese Korrektur kommt, ja, warum nicht bis doch hierher? Also, doch noch diese Aktie, schöner Ausbruch, noch einmal der Test nach unten, wieder hoch. Da haben wir auch schon das letzte Mal gesprochen. Nur ich habe da auch kein gutes Gefühl. Wir sind jetzt nachbörslich sogar noch ein paar Cent, 11 Cent höher. Also absolutes All-Time-Hoch. Vielleicht kommt noch ein bisschen was, aber ich mahne zur Vorsicht. Okay, gut, jetzt da schauen wir uns noch den Bitcoin an. Da haben wir das dann mit der Short-Geschichte, bis der hier runter, Position verkauft. Das Jojo-Bandler ist wieder nach oben geschossen. Da werde ich ganz einfach das da nehmen. Ja, hier die Überlegung: Schaffen wir da den Ausbruch über dieses Hoch? Dann ist es durchaus möglich, dass wir da auf der Long-Seite bis zu diesem Hoch laufen. Ich werde das Ganze einfach jetzt verschieben. Ja, aber man muss da drüber kommen, dann bis hierher. Vielleicht ist das da noch ein Doppeltop und es fällt runter. Ich bin da eher da jetzt momentan neutral. Mir gefällt das ganze Gebilde nicht, um es einmal so zu sagen. Zum Schluss schauen wir uns noch zwei Rohstoffe an. Das erste ist das Gold. Gold ist jetzt da hier an eine bestimmte Marke gelaufen. Hier sehen wir noch einmal das Thema zweites Bein, einmal, zweimal. Das war die perfekte Chance, um auf die Long-Seite reinzugehen. Ja, jetzt, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil dieser Rückwärtsgang, der da gewesen ist, könnte andeuten, dass es da wirklich tatsächlich jetzt eine Korrektur gibt, mindestens einmal bis hierher oder sogar noch tiefer. Ihr wisst ja, meine Fernprognose ist eigentlich da unten im 1500er Bereich, um eben dann noch ein langfristig Long zu gehen. Für mich ist das Ganze noch immer noch eine Abwärtsbewegung. Ihr seht es jetzt auch schön hier. Eine Abwärtsbewegung und wir haben da immer wieder solche Peaks nach oben. Auch da ist ein Peak nach oben, also drei, viermal jetzt da. Und danach ist es doch wiederum tiefer gegangen. Also ich bin da nicht längerfristig Long. Das gleiche gilt auch beim Öl, ob das jetzt da dieser Peak nach oben, ob der jetzt da dazu zählt oder nicht. Jedenfalls auch hier sehe ich eben da eine Top-Bildung, als wir da jetzt da unbekümmert weiter lang zu gehen. Die Arbeitslosenzahlen haben auch heute gezeigt, dass es nicht gut ausschaut. Das heißt, die Leute werden auch in weiterer Folge eben da sparen und damit nicht mit den Fahrzeugen viel umfahren können. Und das könnte auch den Ölpreis drucken. Wir es den Ölpreis eher nach unten bringen. Die Lager sind recht voll. Also eine Nachproduktion schließe ich da jetzt eher aus, dass da jetzt der Öl noch weiter gibt. Ah, das ist das Falsche. Okay, gut, das war's. Wie gesagt, meine Bitte, teilt das Video, verbreitet das Video. Nächstes Ziel ist natürlich die 2000 Abonnenten-Marke. Das wäre ein Sprung von 30% in etwa. Wer glaubt, wenn wir das nicht schaffen, innerhalb der nächsten Monate. Ja, wie gesagt, schön langsam habe ich da Bedenken, wenn es da nicht weitergeht, ob der Aufwand sich für mich da weiter lohnt. Ihr schreibt mir ganz einfach unten in den Kommentaren hinein, inwieweit ihr in die Richtung mich da unterstützen könnt, beziehungsweise inwieweit ihr in der vergangenen Woche von meinem Video profitieren konntet. Okay, das war's. Schönes Wochenende. Tschüss.